Bitte. Bitte. Das ist ein neues... Doch nicht wahr. So ein blanker Hohn. Das Spiel will mich da verarschen. Wer denn? Was denn? Och, kleiner Fennec, ja, mein kleiner Freund. Dann musst du sterben. Das tut mir jetzt hier ein bisschen leid. Verzieh dich mal schnell. Ich bin nämlich gerade am Gebiet übernehmen. So. Gib mir gleich mal hier einen Stock dazu. Guckt euch das an, da hinten ein riesiges neues Gebiet. Hier. Das ist doch... Oh. Da ist aber kein Point of Interest. That's interesting. Aber da hinten ist nochmal ein Meteorit. That's really interesting. Weil das könnte bedeuten, dass das hier einfach kein... keine echte Zone ist, die wir hier noch irgendwie haben, sondern dass das wirklich einfach nur das Ende. Und da sie keine, da sie uns nicht in einen Talkessel setzen möchten, mit... Habe ich den eigentlich schon bearbeitet? Nee, warte mal. Was ist das für ein Loch? Ist das ein Loch zum Stochen? Ach ja, ist ein Loch zum Stochen. Auch das haben wir alle schon genug gemacht. Also wir müssen auch keine Insekten mehr essen und sowas. Das ist alles... erledigt. Erstens technisch. Wir sind perfekter Allesfresser. Das Gefühl, dass die Grafikeinstellungen sich resettet, also irgendwie runtergestellt haben. Deswegen jetzt so spät erst lädt. Schlucht, flaches Versteck. Oh, ist relativ flach. Okay. Warte auf, was wir jetzt machen wollen, was wir jetzt machen werden. Ich werde jetzt... Die Folge wird jetzt ein bisschen... kriegt jetzt ein bisschen Überlänge, aber... wait. Denn... ich möchte jetzt diesen Punkt dort hinten noch identifizieren. Genau, das dachte ich mir, dass das jetzt passiert. Und dann gucken wir in die Schlucht unten rein, was da jetzt noch kommt. Oh, hallo Snack Snack. So, haben wir's? Dankeschön. Also, denn ich möchte eigentlich ungern, wenn das jetzt wirklich stimmt, wenn meine Theorie stimmt und das nur ein... Das zieht sich zurück. Interessant. Jetzt! Du hast eine riesige Corona und die wird kleiner, bis sie zu einer Kugel zusammengeschrumpft ist. Oh. Das ist ja cool. Das ist ja cool gemacht. Also, wenn das jetzt wirklich einfach nur so ein Ende der Karte ist, wäre das ein bisschen schade, wenn wir dafür jetzt eine extra Folge machen und dann einfach in der Folge nichts passiert. Deswegen, und wir wollen ja eigentlich beim nächsten Mal einen Evolutionssprung machen, damit wir ein paar aussortieren können. Und deswegen machen wir jetzt die ein bisschen länger, gucken jetzt da kurz runter, außer es zeigt sich jetzt plötzlich, da ist doch noch was. Das Wüstentor. Dann machen wir das, den drehen wir natürlich sofort um. Also wenn ich jetzt sehe, da unten sind plötzlich wieder zwei, drei Point of Interest, dann drehe ich sofort um und sage, scheiß drauf, wir treten Rückweg an. Geil. Oh, das ist cool. Das sieht geil aus. Oh, das sieht richtig schön aus. Und machen das dann danach. So. Weil da ist ja immerhin ein Meteorit. Und
Viechers. Antilopen und Snack Snacks. Ich kann doch hier bestimmt rüber, oder? Das ist doch eine. Oh. Ich hab keinen Stock mehr. Und naja, wir haben einen. Komm her, ich hau euch mit einem Stein auf den Kopf. Das hast du davon. Jetzt hast du nämlich Angst, haut ab und dann ist das auch hier irgendwo. Und da vorne sind nämlich auch schon neue Stöcke. Guck mal. Stimmt, wir haben für die schwarze Mamba einen Stock verbraucht, ne? So, also. Haben wir da jetzt irgendwas Spannendes? Irgendwas... Gucken wir mal, wie sieht's aus? Da sind noch mal ein paar Steine. Das kenne ich alles schon. Oh, eine neue Pflanze? Ernsthaft, eine neue Pflanze? Die haben hier eine neue Nahrung reingebaut. Samen der Velvich Mirabilis. Die Mirabelle oder was? Das ist übrigens noch ein kleiner Kritikpunkt. Also, das ist eigentlich schon, weiß nicht, ob es klein ist. Eigentlich ist es ein ziemlich großer Kritikpunkt. Den ich an diesem Spiel habe. Dass wir eine Evolution durchleben. Ich weiß, ich sage ich jetzt am Ende der Folge und ich sage es am Anfang der nächsten Folge auch nochmal. Aber, dass wir eine Evolution durchleben. Und uns auch richtig verändern, also anpassen und optisch verändern. Auch die Fähigkeiten halt immer besser oder andere werden. Aber unsere Umwelt verändert sich nicht. In all den jetzt schon 6 Millionen Jahren, die wir hier unterwegs sind, hat sich die Umwelt noch nicht ein Stück verändert. Bäume sind, also ich meine, klar, dass sie die Map nicht komplett überarbeiten können, ist... Es ist wirklich ein neues Gebiet hier. Also das macht... Ist nachvollziehbar, dass sie jetzt nicht einfach jedes Mal alle Millionen... Weil wir können machen, einfach so alle 2 Millionen Jahre die Map neu machen, ne? Zählt nicht. War noch irgendwas anderes, was wir entdecken können? Ja, da. So. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Aber das ist halt so... gerade auch so Pflanzen. Ich meine, alles entwickelt sich. Und auch die Tiere. Dass da irgendwie keine Evolution bei den anderen Tieren stattfindet. Also nur wir haben irgendwie eine Anpassung. Das ist halt schon ein bisschen weird. Warte mal, jetzt... Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Spiel. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du da wirklich noch einen Point of Interest wieder hinsetzt, da hinten. Wie der Einzige. Oh, die Neugier kickt so hart. Bei mir gerade. Meine Neugier kickt gerade so hart. Und ich glaube, eure kickt auch hart, oder? Und ich kann nicht... Ich habe schon den letzten Mal... Also ich habe in diesem Let's Play schon so viele böse Cliffhanger gemacht. Mit... Das dann gucken wir beim nächsten Mal an. Wie weit ist das weg? Ernsthaft? Wollt ihr mit mir anlegen? Ist das eure Meinung? Wollt ihr das wirklich tun, ihr Hyänen? Wir können das gerne machen.
Bitteschön, Hyäne. So. Okay, das wundert mich, dass wir... Oh nein, sag mir nicht, dass da oben der Point of Interest dann wäre für in dem Gebiet, wo wir gerade waren. Aber wir haben ja jetzt ein... Einmal hier in unser Revier vergrößert, ohne dass wir irgendwie was dafür bekommen, also den Point of Interest bekommen haben. Das ist halt eine super weite Strecke, die wir gerade hier zurücklegen müssen. Für diesen einen Punkt dort hinten, der so weit weg ist. Und so ganz alleine. Und da ist auch wirklich keiner dazwischen, seht ihr das? Oben nicht. Links und rechts nicht. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch ein Zeichen. Lauf, kleiner Affe, lauf. Schnapp dir unterwegs noch ein Stöckchen. Da sind Stöcke. Geht ja zum Glück ganz schnell mit dem Spatel. Ja. Wie weit der weg ist? Was seid ihr denn? Ach, Phoenix. Nein, was? Oh mein Gott. Bin ich zu spät ausgewichen? Ich blute. Was machen wir denn jetzt? Kacke. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist, was gegen Blutung hilft. Aloe Vera könnte gegen Blutungen helfen. Nö, Snack Snack. Könntet ihr nicht mit der Schlange euch anlegen? Genau. Sehr schön. Oh, wie der Fan guckt. Eure eigene Schuld, legt euch nicht mit mir an. So. Jetzt müssen wir gucken. Oder hast du? Warte mal, warst du gegen Blutung? Du warst wogegen? So gar kein, du hast doch irgendeinen Nutzen. Irgendeinen Nutzen hattest du doch. Hä? Die Blutung hält. Ah, die Blutung heilt nicht von alleine. Also nicht so einfach. Hm. Hier ist halt wirklich nichts. Es ist einfach nur dieser eine Punkt dort hinten. Haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas, was uns gegen Blutungen helfen könnte? Nee, ne? Oh, was? Ah, das ist der Fennec-Körper. Was wir machen könnten, ist, wir könnten versuchen zu schlafen und dann einfach sozusagen die Blutung ausschlafen. Körper angucken. Sehr schön. Brauchen wir aber nicht. Also ich haben möchte ist einmal Stock. Wobei doch, wir könnten ja mal ein bisschen Pfennigfleisch essen. Einfach nur für die Moral. Okay, genug. Warte mal, vielleicht so ein Ei? Hilft das vielleicht dagegen? Essen? Nicht? Ich bin Allesfresser. Spiel, du hast keine Ahnung, was ich schon alles kann. Okay, vielleicht ist es einfach... Okay, das kriegen wir nicht hin. Dafür sind wir zu... stark schon. Okay. Es ist nur dieser eine Punkt dort hinten. Very interesting. Das Ding ist, warte mal, Aloe Vera, wogegen hilfst du? Ich glaube...
glaube, das könnte funktionieren, ne? Ich glaube, das könnte uns helfen. Wir mussten irgendwie... Wie haben wir das gemacht? Wir brauchten einen Reibestein, glaube ich, dafür. Irgendwie mussten wir Aloe Vera verarbeiten, glaube ich. Warte mal. Boah, schon wieder eine Schlange. Für ein Gebiet hier, oder haben wir hier noch irgendwo anders Aloe Vera? Ja, nur da. Okay. Muss an der Schlange vorbei. Zu der Aloe Vera. Ich habe zwei Vermutungen, was wir mit der Aloe Vera machen konnten. Das eine war... Das? Und hilft das gegen Verletzungen? Bitte, 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 bitte. Jawoll. Geil. Sehr gut. Wo ist der Stock? Problem gelöst. Was ist das für eine Ebene hier schon wieder? Hallo Skorpion. Oder aber auch Aloe Vera. Aber auch hier seht ihr wieder kein weiterer Point of Interest. Das ist ein einzelner Point of Interest am Nirgendwo. Was ist das für ein Ort? Weh, das ist das Ende des Spiels. Dann lache ich ja ein bisschen, wenn wir jetzt plötzlich sozusagen das Ende des Spiels entdecken. In unserem Entdeckungswahn. Weil die ist halt einfach... Snack, Snack. Da hinten ist mehr. Jetzt bin ich gespannt. Der Strandturm. Das ist definitiv das Ende, weil da geht's, da kann es nicht weitergehen. Das ist jetzt nur noch mehr. Ist übrigens eine schöne natürliche Barriere. Hey, Buddy. Guck mal, wer wieder hier ist, offensichtlich. Warte mal, lass mich mal ganz kurz mal... Oh Gott, ich nehme mal den Stock wieder auf, den du gerade fallen lassen hast, du Wahnsinniger. Ich wollte nämlich den Stein da oben eigentlich haben. Oder kennen wir den noch nicht? Den kennen wir noch gar nicht. Guck mal. Das weg. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Ein Sphalerit. Sphalerie und Sphalera. Nee, behalt ihr mal. Wir werden mal unseren Sphalerit als Waffe nutzen. Aber hier ist halt kein... Das Spiel trollt mich. Das Spiel trollt mich so hart. Das Spiel trollt mich so hart. Okay. Okay. Also. Ihr werdet bestimmt mitbekommen haben, dass die Folge jetzt schon gezweiteilt war.
Also, dass das nicht mehr... Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit immer von einer Folge geredet und sowas, aber ihr habt bestimmt mitbekommen, dass das nicht der Fall war, weil es einfach viel, viel zu lange dauerte, das Ganze in eine Folge zu machen. Und wir einfach viel zu viel entdecken und erkunden und rumlaufen. Aber. Das wird mir gerade zu viel. Wenn jetzt hier schon wieder zwei neue Point of Interest aufgetaucht sind. Dann ist mir das zu viel. Jetzt würde ich sagen, ist der Punkt erreicht, wo wir... Wo ich den Schlussstrich ziehe und sage, nee, Kadhafi, jetzt hörst du auf, hier zu erkunden, du hast einen anderen Auftrag. Und zwar werden wir jetzt zurückdackeln. Ich werde jetzt offscreen machen. Ich werde offscreen zurückdackeln. Und ich werde hier auch nichts mehr entdecken. Ich werde vielleicht nochmal zwischendurch schlafen. Das kann ich natürlich mal machen, damit mein kleiner Affe hier nicht umfällt. Aber ich werde nichts entdecken. Ich werde nichts weiter erkunden. Ich werde nichts mitnehmen. Also den Meteoriten dort zum Beispiel werde ich nicht mitnehmen. Und dann in der nächsten Folge werden wir in der Basis sein. Dort werden wir einen Evolutionswechsel machen. Wir werden ein paar Leute töten. Und dann werden wir den Generationswechsel vollziehen, sodass wir weniger Tiere in unserer Herde haben als maximal möglich, auf dass wir dann als Folge dazu... Seid ihr irgendwas? Oder seid ihr nur Deko? Ihr seid nur Deko, okay. Hoffentlich Außenseiter finden können. That's the plan. Dies ist der Plan. Wie dreist von denen, dass sie so weit entfernt noch was hinlegen, ne? Schon ein bisschen... Bisschen dreist. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auch wenn die zwei Folgen jetzt ein bisschen... ohne Begrüßung und an... Also der... Naja, egal. Ihr habt das mitbekommen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen, welches ein bisschen viel Hunger hat gerade. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.